Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, euer Tobi von Hanfner und ich habe das Gefühl, dass ich euch mal wieder ein paar Sorgen nehmen muss. Denn endlich gibt es offizielle News von unserem Bundesgesundheitsminister. Er hat also verkündet, nun auch offiziell, dass die geplante Legalisierung verschoben wird. Ich lese euch das am besten einfach mal kurz vor. Ich zitiere von ntv.de. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bestätigt, dass die von der Ampel auf den Weg gebrachte Cannabis-Legalisierung nicht wie geplant zum Jahreswechsel kommen wird. Die inhaltliche Debatte dazu sei abgeschlossen, auch wenn das Inkrafttreten nicht zum 1. Januar klappt, sagt der SPD-Politiker dem Tagesspiegel. Der Start in die Cannabis-Gesetzgebung wird gelingen. Ja, ihr habt es gehört und ich möchte erstmal das Positive daraus ziehen. Das Positive ist, die Gesetzänderung wird in Kraft treten und das wurde uns jetzt nochmal versprochen und ich glaube, da kommen Sie auch nicht mehr drum herum. Sie wissen, dass das Thema eine enorme Sprengkraft hat und dass, wenn diese Versprechen nicht eingehalten werden, dass der Unmut in der Bevölkerung wirklich riesengroß sein wird. Und deswegen glaube ich nach wie vor ganz fest an diese Gesetzänderung und sie wird auch bald kommen in der Kalenderwoche 50, wie wir ja nun wissen. Da darf man also gespannt sein. Es gibt aber auch durchaus negative Dinge, die ich diesem Artikel entnehme. Wenn ich da lese, dass die inhaltliche Debatte abgeschlossen sei, dann stelle ich mir natürlich die Frage, was meint der Herr Lauterbach denn damit? Heißt das, dass am letzten Gesetzesentwurf keine Änderungen mehr vollzogen werden? Dann wäre das natürlich ein ganz schöner Hammer. Und ich frage mich, warum denn dann das Ganze nicht am 16.11. im Bundestag eingebracht wurde und zur Abstimmung freigegeben wurde. Also ich hoffe einfach nach wie vor, dass es noch die entscheidenden Verbesserungen an diesem verkopften Gesetz geben wird und das Ganze dann in der Kalenderwoche 50 verabschiedet wird. Jetzt kommen wir aber vielleicht zum wichtigsten Punkt und der vielen von euch am meisten Sorge bereitet. Und zwar, haben wir überhaupt noch diese Regierung in Kürze? Wird diese Regierung überhaupt standhalten? Und ich sage euch da auch kurz meine Meinung dazu. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Ampel auch noch in den nächsten Monaten unsere Regierung stellen wird. Denn wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anschaut, dann werden die alles daran setzen, Neuwahlen zu vermeiden. Und egal wie viel Krach die auch haben, selbst in dieser Legalisierungsdebatte sind die ja wirklich nicht einer Meinung. Aber sie werden sich sicherlich nicht von der Opposition in Neuwahlen pressen lassen. Denn das wäre für die regierenden Parteien wirklich ein schlechtes Geschäft, wenn man das mal so formulieren kann. Denn die aktuellen Umfragewerte würden für alle regierenden Parteien Stimmverluste bedeuten. Und deswegen macht euch da nicht so viel Sorgen drum. Die werden an ihrer Macht festhalten. Die werden mit Sicherheit keine Neuwahlen produzieren. Und die werden uns dieses Gesetz bescheren. Ich werde weiter alles dafür geben, dass in der Kalenderwoche 50 abgestimmt wird, dass wir in der Kalenderwoche 50 richtig fett feiern können zum ersten Mal und dann auch in der Folge die weiteren Schritte erleben und dann hoffen wir mal im März dieses Gesetz auch wirklich in Kraft tritt. Es bleibt also noch ein bisschen spannend. Wir halten das aber aus, wir paffen das, das sage ich euch noch einmal. Und zum Schluss möchte ich euch noch einmal ans Herz legen, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch die erste Folge vom Taxi to Legalization an. Da habe ich den Georg Wurt vom Deutschen Hanfverband zum Gast gehabt und ich fand das Gespräch wirklich angenehm, war der Georg mal in einer ganz anderen Gesprächsatmosphäre, als man ihn sonst meistens erlebt. Und ich glaube, das ist für euch sicher auch spaßig. Und vor allem folgen danach auch noch richtig spannende Gäste, richtig spannende Gespräche. Also abonniert ruhig auch den Kanal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende.